Willkommen zu unserem Talk, der Koalitionsvertrag Licht und Schatten. Wir haben eine neue Regierung und die hat sich viel vorgenommen in der digitalen Sache. Und das war eigentlich ein Kamingespräch geplant zwischen Joel, der für den Tagesspiegel Background arbeitet und aber seit weit über einem Jahrzehnt in der digitalen Zivilgesellschaft unterwegs ist, sowohl beruflich als auch privat, und meinem Kollegen Tom von der digitalen Gesellschaft. Ja, wir haben diese blöde Virussituation und lieber einmal sich nicht treffen als einmal zu viel. Und deswegen läuft auch dieses Kamingespräch mit zwei getrennten Kaminen über den Jitsi. Und ja, ich freue mich jetzt. Hier ist Joel. Und Tom ist auf der anderen Seite schon bei sich zu Hause. Und ja, viel Spaß euch allen. Hallo. Hallo. Ich hoffe, ich bin gut zu verstehen hier im sehr improvisierten Homeoffice. Das war tatsächlich vor anderthalb Stunden, mussten wir das Ganze ein bisschen umplanen. Ich hoffe, das klappt alles. Genau. Sieht gut aus. Sehr gut. Ja, wir wollten mal so ein bisschen zum eigentlicher Zeit für Jahresendzeit gucken, was im letzten Jahr war. Allerdings hat sich ja in den letzten Monaten einiges geändert, so auf der politischen Bühne. Deswegen dachten wir uns, wie ja schon auch einige vor allem ja schriftlich gemacht haben, wir gucken uns nochmal den Koalitionsvertrag an. In der Zivilgesellschaft, auch irgendwie was so zu lesen war, ist der Koalitionsvertrag, was so Netzpolitik angeht, ja erstmal auch so eine verhaltenen Optimismus bis schon fast Begeisterung gestoßen. Wir haben uns das auch noch mal ein bisschen genauer angeschaut, Joel sowieso, auch beruflich schon, und haben auch festgestellt, dass da auch neben einigem Licht, das tatsächlich wohl zu sehen ist, auch doch ein bisschen Schatten auch noch da ist. Und deswegen dachten wir uns, suchen wir mal ein bisschen die Nadel im Heuhaufen und das Haar in der Suppe und betrachten uns mal den Koalitionsvertrag ein bisschen näher. Ich würde tatsächlich gerade noch mal kurz einsteigen, um allen Zuschauerinnen und Zuschauern, einige von euch werden euch sich den Vertrag angeschaut haben, 177 Seiten aus der Präambel ein bisschen vorlesen, um so ein bisschen ein Gespür dafür zu geben, wie das eigentlich, was so das Wording ist. Es fängt nämlich sehr lyrisch an, also wunderbare ja. Worte haben Sie da gefunden. Genau. Ich lese mal einen Absatz vor aus der Präambel, der ist so ein bisschen, zeigt so ein bisschen ganz gut, wie das aussieht. Diese Herausforderungen sind immens, miteinander verwoben und in ihrer Gleichzeitigkeit anspruchsvoll. Sie werden das Land und die Gesellschaft über lange Zeit prägen, doch wenn wir diese Umbrüche gestalten, liegen auch große Chancen darin. Aufgabe dieser Koalition ist es, die dafür nötigen Neuerungen politisch anzuschieben und Orientierung zu geben. Damit wollen wir eine neue Dynamik auslösen, die in die gesamte Gesellschaft hineinwirkt. So geht es dann ein bisschen weiter. Es sind allerdings, also das klingt ja so ein bisschen nach Christian Lindner, dornige Chancen im Habeck-Style, so mit Gleichzeitigkeit anspruchsvoll. Das Schlimmste aus zwei Welten. Dynamik in die gesamte Gesellschaft. Es sind allerdings neben so salbungsvollen Worten auch einige, doch relativ viele sehr konkrete Sachen drin, über die wir jetzt in der nächsten halben Stunde, dreiviertel Stunde ein bisschen sprechen wollen, noch mal ein bisschen tiefer reingehen wollen. Aber deswegen vielleicht trotzdem erstmal so vorab direkt, so, Joel, wie ist so dein, was ist so dein Gesamteindruck vom Ganzen? Also der Koalitionsvertrag ist ein ganz rätselhaftes Dokument. Es ist so ein bisschen wie diese Zauberbilder, die es früher gab, wo man drauf guckte und dann dreht man irgendwie die Augen irgendwie in eine andere Richtung und dann sieht man wieder ein ganz anderes Bild. Das war auch so das Feedback, was es so aus der Zivilgesellschaft gab. Da gab es am Anfang ein paar Stimmen, die gesagt haben, wow, wie toll, wir haben uns auf ganzer Linie durchgesetzt. Endlich passiert das, was wir schon seit Jahren fordern. Und dann haben Leute an anderen Ecken reingeguckt und andere Teppichböden hochgehoben und geguckt, was da noch drunter ist. Und haben dann gesehen, naja, da gibt es entweder Sachen, die ausgelassen sind oder die sogar schlecht sind. Eine Menge Leerstellen gibt es da auch. Und dieser Titel, den wir da gewählt haben, jetzt nicht nur wegen dem Kaminfeuer und dem Kamingespräch, sondern das passt einfach auch hervorragend für den Koalitionsvertrag Licht und Schatten. Es fängt irgendwie sehr hoffnungsvoll an und man hat das Gefühl, dass zum ersten Mal
da zumindest in dem Bereich Digitalpolitik eine Generation von Politikerinnen und Politikern am Start ist, die nicht alles ausgedruckt und per Fax zugestellt bekommen müssen. Das sind auch Leute, die die digitale Zivilgesellschaft jetzt schon seit ein paar Jahren begleiten und die jetzt auch endlich am Ruder sind. Und dann erklärt das sich halt auch, dass sehr viele Sachen, die wir jahrelang einfach nicht machen konnten, sich plötzlich darin wiederfinden. Das ist das Licht. Und ja, über den Schatten müssen wir dann auch nochmal ausführlicher reden. Ja, aber bleiben wir vielleicht doch erstmal noch so ein bisschen beim Licht. Was ist denn so bei dir zum Beispiel? Ich hatte auch noch so ein, zwei kleine Punkte, die ich ganz positiv fand, aber was sind so deine Highlights an Licht? Ja, ein Highlight, wo mein Herz sofort höher geschlagen hat, war so das ganz starke Bekenntnis zu Open Source, das sich an mehreren Stellen findet, aber ja, beispielhaft gibt es da die Formulierung, dass grundsätzlich vom Bund beauftragte Software als Open Source gemacht wird und grundsätzlich auch auf offenen Standards und Protokollen aufgesetzt werden soll. Und das einfach so als Ansage in den Raum, das ist eine ganz andere Welt. Das ist etwas, was wir in den letzten 16 Jahren in dieser Deutlichkeit bestimmt nicht gehört hätten. Da wurde ja richtig was gemacht. Also Open Source ist ein Thema, was sich da an mehreren Stellen wiederfindet. Da gibt es dann auch noch so Nebenschauplätze. Kurz vor dem Koalitionsvertrag gab es ja auch nochmal diesen Vorschlag von aus den Reihen von der Open Knowledge Foundation für einen Sovereign Tech Fund. Und auch da gibt es ja kurz vor Weihnachten ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk, das zumindest auf der Ebene der Staatssekretärin im Bundeswirtschaftsministerium gesagt wird, ja, wir machen das jetzt. Wir machen einen Fonds, wo Basistechnologien und Infrastrukturen in Form von Open Source auch gefördert werden. Das sind Töne, wo man dann auch im Ausland sagt, irgendwie, was ist denn mit Deutschland passiert? Also so fortschrittlich kannten wir es bisher noch nicht. Ja, beide auch, ne, die ganz kleine Einschränkung. Ich glaube, bei diesem Open-Source-Ding steht auch drin, ne, in der Regel soll und grundsätzlich soll es zur Verfügung gestellt werden. Grundsätzlich heißt ja, lustig gesehen, immer eher gerade nicht generell, sondern eigentlich, aber es kann Ausnahmen geben. Da sind Ausnahmen vielleicht denkbar, die sinnvoll sind, aber ne, da gilt es, glaube ich, dann auch irgendwie echt tatsächlich zu gucken, wo werden denn diese möglichen Ausnahmen dann auch nicht übernehmen. Richtig, ja, also da sind ganz viele Formulierungen drin, wo man denkt, ist das vielleicht Code, den die da mit uns sprechen, ist das so ein bisschen wie ein Arbeitszeugnis, wo man das dann erstmal entschlüsseln muss. Es wird viel eingeschränkt und wird dann gesagt, in der Regel und im Prinzip und manchmal wird auch dann geprüft und sollen Studien angefertigt werden, aber insgesamt ist das etwas, was einen eher hoffnungsfroh stimmt als pessimistisch und das ist ja auch mal schön. Ja. Ja, wobei der Grundton tatsächlich, da würde ich auch sagen, ist oft, also der ist zumindest auch in anderen Bereichen, da kommen wir später nochmal zu, wobei, ne, auch da, wo wir viel Kritik haben, ist der Grundton trotzdem, ne, sollen Grundrechte irgendwie im Vordergrund stehen. Der Grundton ist tatsächlich nochmal ein anderer als an vielen Punkten, oder es gibt viele Versprechen, viel wird da in den Raum gestellt. Genau, das fand ich tatsächlich beim Lesen nochmal neben all den ganzen Salbungsvollen und dass der sehr viel über Innovationen und Wirtschaftsförderung und so und an vielen Punkten geht es oft eher um Wirtschaftsförderung als um gesellschaftliches Vorankommen, hatte ich den Eindruck, aber dass da tatsächlich nochmal ein anderer Ton gesetzt ist. Genau, also wenn man es als Innovation framen kann, dann hat es ganz gute Chancen in diesem Vertrag, wenn es halt mehr so in die Richtung, da wird ein großes gesellschaftliches Problem mal angegangen, gemacht wird, dann wird es ein bisschen schwieriger. Ja. Ja. Ja, ein großer Punkt, über den ja auch viel diskutiert wurde, vielleicht kommen wir dann direkt nochmal zum nächsten, also es hat sich ja jetzt erstmal nicht so wahnsinnig viel in der Struktur geändert. Es gibt jetzt ein Ministerium, das irgendwie digital ist und Verkehr ist. Andererseits die Staatssekretärin im Bundeskanzleramt gibt es nicht mehr. Also ne, so eine zentrale Stelle.
Hat sich da kennst du dich ja, glaube ich, auch ganz gut aus, dass du die Verordnung und so angeschaut. Ja, Ist da in der Struktur auch was? da hat sich erstaunlich wenig getan, würde ich sagen. Also im Detail wahrscheinlich eine Menge. Und da werden jetzt Leute, die seit der neuen Regierung jetzt für ein ganz anderes Haus arbeiten, aufschreien und sagen, nee, nee, das ist alles super radikal. Aber dafür, dass mal ein Digitalministerium im Raum stand und auch lange Zeit gar nicht so unwahrscheinlich war, dass es halt ein Digitalministerium geben würde, hat sich dann vom Zuschnitt so irre viel nicht geändert. Also da gab es so ein paar Details. Was ich einigermaßen drollig finde, ist, dass der Förderbereich Games jetzt beim Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz angesiedelt ist, weil da auch vielleicht gerne mal gespielt wird oder so. Und jetzt nicht mehr im Verkehrsministerium ist. Also das Verkehrsministerium hat dann auch den Namen geändert und das Digitale vorangestellt. Sie haben sich auch auf Ihrem offiziellen Briefpapier, wenn Sie mal in englischsprachige Länder was schicken müssen, die Übersetzung Federal Ministry of the Digital and Transportation ausgesucht. Finde ich auch sehr schwierig, dieser Trend, wo man the Digital, the Cyber, das ist so dieses Englisch, was man aus Brüssel halt kennt. Weiß ich nicht, ob wir den Trend jetzt unbedingt mitmachen wollen, aber es ist jetzt halt Ministry of the Digital. Trotzdem gibt es weiterhin digitale Sachen, alles, was mit digitaler Verwaltung zu tun hat. Das Online-Zugangsgesetz OZG, das ist weiterhin im Innenministerium angesiedelt und da passiert auch nicht viel. Also im Detail ein bisschen was. Sachen, die dann vorher nochmal übers Bundeskanzlerinnenamt oder jetzt übers Bundeskanzleramt koordiniert wurden, die werden jetzt woanders hin verteilt. Insgesamt kann man aber sagen, der Zuschnitt ist nicht so radikal verändert worden, wie wir es gedacht haben. Also ein großes Digitalministerium gibt es nicht, aber es gibt auch kein super deutliches Signal, dass man sagen würde, Digitales ist so ein Querschnittsthema, dass da eigentlich jedes Ministerium was zu sagen hat. Das verteilt sich immer noch auf die gleichen üblichen Verdächtigen, nämlich Verkehr und Innenministerium jetzt. Erstmal so auch eher skeptisch gesehen, dass das irgendwie so eine sinnvolle Angelegenheit wäre, so ein Zentrales zu haben, ne? Wegen Silo-Denken und so, und Ja, wäre keine schöne Sache das gewesen. wäre ne, als Querschnittsthema, aber ja, tatsächlich irgendwie, es wird versprochen, aber so richtig, wie es konkret ausgestaltet werden soll, wird sich halt tatsächlich zeigen und wird sich zeigen, ob die es besser hinbekommen jetzt als die letzte Regierung. Mit dem, dass es überall irgendwie Thema sein soll und muss und dass sich da besser ausgetauscht wird. Und sei es halt gerade bei größeren Projekten. Gerade bei den Projekten, es gibt ja einiges, was an Baustellen noch irgendwie da so im Raum steht. Ich meine, muss man letztlich irgendwie, ne, Breitbandausbau, beziehungsweise Glasfaser ist immer noch, liest sich irgendwie erstaunlich ähnlich wie im letzten Koalitionsvertrag, außer dass jetzt gerade nicht mal irgendwie zeitliche Ziele gesetzt werden, aber Baustellen gibt es viele, aber vor allen Dingen, du hast eben schon gesprochen, irgendwie auch eigentlich so Leerstellen. Ich dachte hätte ja, okay, es geht teilweise geht es wahnsinnig ins Detail und dann gibt es irgendwie Sachen, große Themen, die einfach entweder mal ganz kurz abgehandelt werden oder gar nicht angesprochen werden. Ja, also Was sind so deine Größen, ja? da fällt mir als erstes das große Paket Urheberrecht ein. Und da ist es, glaube ich, ein grundsätzlicher Fehler, auch wie das verhandelt worden ist in den Koalitionsverhandlungen, wo dann am Schluss dieser Vertrag auch rausgekommen ist. Urheberrecht wird da gar nicht als digitalpolitisches Thema verstanden, sondern das wird als etwas verstanden, was im Kultur- und Medienrecht angesiedelt ist. Und da machen sie sich dann auch ein bisschen zu einfach. Das meandert dann so ein bisschen hin und her. Einerseits wird gesagt, wir wollen neue Upload-Filter verhindern, aber dann wird bei allen Sachen, was das Urheberrecht angeht, immer auf die EU verwiesen, aber auch nicht konkret gesagt, ja, dann bedeutet das halt, dass wir uns auf EU-Ebene gegen ja, den Paragraph 13 oder 17 einsetzen werden.
so wie der Koalitionsvertrag jetzt da steht, sieht es so aus, als ob die Koalition gar nicht das Thema Urheberrecht beackern möchte. Und das ist schade, denn das ist sicherlich neben Datenschutz, Open Source, das ist ein wichtiges Thema der digitalen Zivilgesellschaft. Und als wir noch keine Pandemie haben, sind da tausende Menschen gegen Artikel 13 auf die Straße gegangen. Jetzt taucht das halt gar nicht mehr vor, gar nicht mehr auf als digitalpolitisches Thema. Sehr, sehr schade. Ja, ich habe auch ein bisschen den Eindruck, dass bei vielen Themen, die abgeschlossen sind, die haben kämpft von der Vergangenheit, so abgeschlossen wurde, das fasst man jetzt einfach nicht mehr an. Also ich glaube, man darf auch oft nicht so richtig, also nicht vergessen, dass irgendwie eine der oder die größte Regierungspartei tatsächlich ja trotzdem auch beteiligt war an vielen Entscheidungen und auch Fehlentscheidungen der letzten Jahre. Also das war tatsächlich an vielen Punkten, wo da ja, vielleicht jetzt neue Weichen oder neue Richtungen eingegangen werden, aber halt die Fehler der Vergangenheit nicht wirklich angefasst werden, um nicht noch irgendwie die Schöpfer aufzumachen. Ja, und ähnlich unkreativ ist man dann ja auch beim großen Block Datenschutz vorgegangen. Auch ja. Da wird irgendwie nichts Großes angefasst, oder? Ja, nee, Datenschutz ist tatsächlich, glaube ich, also wurde auch viel zitiert. Ich glaube, durch die Zahl 226 Mal oder so wird das Wort digital benutzt auf diesen 177 Seiten oder Digitalisierung etc. In das Wort Datenschutz, ich habe es nochmal nachgeschaut, kommt genau 17 Mal vor. Und das dann auch wiederum oft in so Zusammenhängen wie Unterwahrung des Datenschutzes sollen dann irgendwie Sachen gemacht werden, Forschungszugang etc. Also der Datenschutz, das fand ich tatsächlich für dann auch erstaunlich, weil es ja einige Parteien, also ne, zwei Parteien, die sich ganz, ganz ausdrücklich einen starken Datenschutz auf die Fahnen geschrieben haben und auch die SPD ja eigentlich innerhalb der Koalition, der letzten Koalition ja doch auch manche Sachen irgendwie auf manche Sachen gedrängt haben, dass das eben kein tatsächliches Querschnittsthema zu sein scheint. Also das ist, es wird tatsächlich, also es gibt einen kurzen Absatz zu Datenschutz, nicht mal ein wirklicher Absatz, das sind ein paar Sätze. Wenn man bedenkt, dass, also zum Beispiel wird gesagt, Beschäftigtendatenschutz soll jetzt endlich einen Beschäftigtendatenschutz geben, aber wie der ausgestaltet sein soll, außer dass er Rechtssicherheit für Arbeitgeber und Arbeitnehmer schaffen soll, ist ziemlich arm, wenn man auch bedenkt, dass die SPD das eigentlich schon seit Jahren fordert. Und da ist die Frage, ob mit der FDP erstmal nicht mehr zu machen war, aber sich Datenschutz als Grundrecht von Beschäftigten wird jetzt irgendwie zu so einem, ja, wir gucken dann mal, dass wir da ein bisschen Rechtssicherheit für Arbeitgeber und Arbeitnehmer irgendwie schaffen. Das ist schon, fand ich erstaunlich, der ganze Bereich Geflüchtetendatenschutz, zum Beispiel ja. In Geflüchtetenpolitik, taucht gar nicht auf, also ne, von dem Querschnittsthema. Wo wahnsinnig viel im Argen liegt, wo gerade irgendwie Gerichtsurteile irgendwie fallen, dass da irgendwie dass das alles nicht geht, die aus einer Zentralregisterreform der letzten Legislatur das auch gar nicht auf. Im ganzen Bereich digitale Verwaltung kommt das Wort Datenschutz gar nicht vor, obwohl es in dem Bereich ja wahnsinnige Auseinandersetzungen geben muss oder geben wird. Ja. Der Datenschutzbeauftragte jetzt das Registermodernisierungsgesetz in den Grund und Boden kritisiert hat. Und da steht nur so ein, wir wollen verfassungsfest, was ein ganz komisches Wort ist, dass die Registermodernisierung vorantreiben. Da ist tatsächlich, glaube ich, ja, da werden wir sehr, sehr, sehr genau hinschauen müssen, was da tatsächlich, oder ein Riesenbereich, ganz kurz noch, sorry, ist die elektronische Patientenakte zum Beispiel, da sind sie tatsächlich ja zum Opt-out gekommen. Also das bedeutet, alle bekommen diese elektronische Patientenakte, von der klar ist, dass sie viele, viele Probleme hat. Die Gematik funktioniert nicht. Der Bundesdatenschutzbeauftragte hat eigentlich ein Moratorium gefordert und jetzt soll tatsächlich sogar eine, die für alle kommen und man kann dann raus. Was, ja, also fand ich sehr, sehr krass oder finde ich sehr, sehr krass und tatsächlich. Und dann gibt es an einigen Stellen, wird dann irgendwie gesagt, ja, wir wollen irgendwie die Stellung des Datenschutzbeauftragten im Europäischen Verbund irgendwie stärken oder gucken, dass also es gibt ein Bekenntnis zu Datenschutz, aber über so ein bisschen außer, dass es ihn geben soll oder weiterhin geben soll, unter Wahrung des Datenschutzes, ist da tatsächlich sehr, sehr wenig drin. Wenig bis nichts. Ja, also
einfach ein bisschen unambitioniert. Ne? Also das ja. An den Stellen, wo wir uns drüber freuen als digitale Zivilgesellschaft, da können die Ambitionen nicht groß genug sein, sodass man sich dann sogar fragt, schaffen die das wirklich in 4 Jahren? Und an anderen Stellen hat man dann einfach gar keine Ambitionen. Klar, die richtig großen Würfe kann man dann vielleicht auch eh nur auf der EU-Ebene machen, aber es ist dann trotzdem ein bisschen ängstlich, sich dahinter zu verstecken und zu sagen, wir wollen für diese Regierung gar kein Thema Datenschutz aufnehmen. Ja, wobei, ne, auch gerade Europa, also ich glaube, von wegen Ambitionen, da steht zur E-Privacy-Richtlinie steht drin, wir wollen eine ambitionierte E-Privacy-Richtlinie, aber worin denn die Ambition, das ist tatsächlich nur dieser eine Satz in diesem eben schon erwähnten irgendwie Unterabsatz zu Datenschutz, wo drin denn diese Ambitionen bestehen sollen, was das, also ne, was da denn ambitioniert sein soll, es wird nicht ausbuchstabiert. Und es wird so ein bisschen nach irgendwie Brüssel verlagert, da wird es Auseinandersetzungen geben und wir werden da irgendwie uns einbringen, mehr steht da im Grunde nicht drin. Es gibt, vielleicht können wir das auch einfach an der Stelle mal dazwischen schieben, es gibt an mehreren Stellen im Koalitionsvertrag so Sachen, wo man denkt, was heißt denn das jetzt konkret? Also Sachen, wo ich mir vorstellen kann, ja, das könnte auch was Gutes sein. Also es wird dann zum Beispiel gesagt, es soll sowas wie ein Plattformrat geben, um die Rechte von Nutzerinnen und Nutzern zu stärken. Klingt super. Und ich kann da auch unheimlich viel Positives drauf projizieren, was ich mir unter einem Plattformrat vorstelle. Aber erstmal steht dieses Wort nur so im Koalitionsvertrag, ohne dass dann gesagt wird, was das im Einzelnen bedeuten soll. Es gibt so ein paar WTF-Momente. Was zum Teufel soll ein Grundbuch in der Blockchain? An welcher Stelle in den Koalitionsvertragen um 4 Uhr nachts ist das irgendwie dazwischen gerutscht? Aber solche Stellen gibt es dann halt auch, wo man sich einfach nur das anguckt und sagt, ich hätte es gern ein bisschen konkreter, was ihr da so sagt. Das klingt ganz okay, aber werdet doch mal ein bisschen eindeutiger, was ihr da eigentlich wollt. Ja, tatsächlich, aber ich glaube, an vielen Punkten gibt es auch so eine Blockchain musste irgendwie mit rein, das ist irgendwie modern, künstliche Intelligenz wird auch im Grunde dann ganz viel nach irgendwie Europa abgeschoben, aber es wird natürlich ganz viel über die Chancen und die Möglichkeiten, die künstliche Intelligenz irgendwie machen, haben, geben irgendwie für die innovative Gesellschaft der Zukunft, wird schon viel, vor allem die Wirtschaft der Zukunft, tatsächlich fabuliert. So, ne? Also, es muss ein paar Buzzwords auch einfach rein, glaube ich. Aber wenn man diese Buzzwords bedienen möchte, dann sollte man nicht unbedingt hinter den Debatten zurückbleiben. Ne? Also gerade im Bereich künstliche Intelligenz, Algorithmen oder so, da gibt es ja schon eine Debatte und Koalitionsvertrag vom Land Berlin ist da richtig konkret geworden mit einem Algorithmenregister. Sowas hätte man sich ja auch vorstellen können, dass es das auf Bundesebene gibt, anstatt stattdessen halt schweigen. Ja. Großes Schweigen tatsächlich fand ich, also oder ich würde jetzt nochmal, wollte ich jetzt nicht unterbrechen, aber ich finde ein großes Thema oder wo eben wenig ausbuchstabiert wird, aber viele Buzzwords gesetzt werden, ist der ganze Bereich so Bürgerrechte, innere Sicherheit. Absolut. Ja, ne, also ich meine, wir haben jetzt irgendwie 2,5 Parteien, die das irgendwie sich auf die Fahnen schreiben. Die SPD hat zumindest nach den letzten Legislaturen da eigentlich, kann sich das nicht mehr wirklich auf die Fahnen schreiben, außer irgendwie einige vielleicht prominentere Figuren in der Partei, aber sie tragen ja schon gerade sehr vor sich her, wir sind irgendwie die Fortschrittskoalition, die Bürgerrechtskoalition, und da findet sich auch tatsächlich relativ viel, große Bekenntnisse, also so eine Verschiebung hin zu Sicherheit wird immer direkt irgendwie in Verbindung mit Freiheit und Bürgerrechten genannt, aber es sind halt sehr, sehr viele Buzzwords, die dann aber wenig ausbuchstabiert werden. Überwachungsgesamtrechnung ist ein Thema, ne, seit vielen Jahren gefordert. Da gab es irgendwie auch Bundestagsdebatten schon zu oder Ausschussdebatten schon. Steht jetzt drin, aber wie die konkret aussehen soll,
wenig bis nichts. Es soll irgendwie unabhängige Forschung zum Thema geben, aber zum Beispiel, da fand ich irgendwie relativ krass, es ist seit Jahren auch bekannt oder klar, alle, die sich damit ein bisschen beschäftigen, ist, es fehlt tatsächlich, um mehr als so eine Befugniszusammenschau zu machen, die auch schon sinnvoll wäre, die gut und richtig wäre, dagegen will ich gar nicht ansprechen, aber um tatsächlich irgendwie zu schauen, was das für einen Impact hat für den gesellschaftlichen, an verschiedenen an Überwachungsmaßnahmen, an Befugnissen, die es gibt und wie sie eingesetzt werden, fehlt, und das ist eigentlich relativ offensichtlich, auch die überhaupt mal eine Evaluierung. Also ne, es wird seit Jahren von vielen Stellen angemahnt, was bedeutet, also es gibt irgendwie so Aufstellungen, wie oft wird jetzt der Staatsbürger eingesetzt oder nicht, aber was das bedeutet, wie in welchem Umfang, da gibt es eben keine, also weder Kontrolle noch eine Evaluierung. Und zum Beispiel steht auch nicht im Koalitionsvertrag, wir schauen jetzt, dass eine Evaluierungsverpflichtung in die Gesetze reinkommt. Das heißt, die Grundlagen für eine ernsthafte Überwachungsgesamtrechnung bestehen noch nicht und sie sind zumindest noch nicht im Koalitionsvertrag angedacht, obwohl das eigentlich bekannt ist. Also die FDP beispielsweise hat das irgendwie in einem Antrag jetzt früher des Jahres nochmal ausdrücklich angemahnt. Steht allerdings jetzt nicht drin. Jetzt soll es irgendwie eine Überwachungsgesamtrechnung geben. Und das ist jetzt so die, ob das was Ernsthaftes und tatsächlich keine ausdrückliche Beteiligung der Zivilgesellschaft, sondern nur unabhängige Forschung zum Thema. Was auch nochmal interessant ist, vielleicht kommen wir da auch gleich nochmal drauf, auf so Beteiligung, Zivilgesellschaft und so. Aber genau, ne, das sind halt so Buzzwords, die da im Raum stehen, die erstmal gut klingen. Und wir finden das auch richtig und gut, dass das kommen soll. Aber was das denn bedeutet, ja, werden wir halt sehen, ne? Bei der ganzen Glaskugelei und Kaffeesatzleserei im Koalitionsvertrag muss man dann halt in Ermangelung von mehr Substanz dann andere Quellen heranziehen und dann gucken, wie sehen die Personalien aus. Also wer Nancy Faeser als Innenministerin auf dem Zettel hatte, also Glückwunsch, ich hatte es nicht. Ich weiß keinen, der das korrekt vorausgesagt hat. Aber auch eine super interessante Person. Also endlich, oder es gibt jetzt eine Person als Bundesinnenministerin, die nicht nur gegen den Hessentrojaner engagiert war, sondern halt auch auf der Briefe bekommen hat von unterschrieben mit NSU 2.0, also eine Person, die weiß, dass der NSU nicht zu dritt war und die jetzt diesem ganzen Zusammenhang von Polizei und Geheimdiensten vorsteht. Also bin ich mal gespannt, was da jetzt passiert. Also man will nicht zu viel hoffen, aber interessant ist die Konstellation auf jeden Fall schon. Ja. Wobei auch da ja auch merkwürdig unambitioniert der Koalitionsvertrag, ne, die angesprochene Überwachungsgesamtrechnung. Also ne, wir haben zwei Parteien, die ganz ausdrücklich gegen Staatsbürger waren. Die SPD war da sehr stark gespalten. Faeser war zumindest in Hessen dagegen. Weite Teile der SPD oder Teile der SPD auch. Andere größere Teile haben sich durchgesetzt. Jetzt wird gesagt, also zum Beispiel Fälltäcker wie Staatstrojaner für sämtliche Geheimdienste war ein großes Thema. Von Grünen und FDP als verfassungswidrig bezeichnet. Ich glaube, die klagen auch, genau, die FDP klagt auch, unter anderem der neue Justizminister. Im Koalitionsvertrag sind außer einige Änderungen, die bestehen sollen, dass die rechtlichen Anforderungen an den Einsatz irgendwie höher gesetzt werden oder zumindest klargestellt wird, dass auch Quellen-TKÜ zum Beispiel eine Online-Durchsuchung praktisch darstellen. Wird jetzt irgendwie das Ganze irgendwie in so einen Prüfauftrag umgemünzt und gesagt, über den Einsatz für Verfassungsschutz, also ob sie ihn einsetzen dürfen, wird dann nach Abschluss der Überwachungsgesamtrechnung entschieden. Also es wird halt in die Zukunft, also eben nicht jetzt entschieden. Und da ist tatsächlich dann auch die komische Einschränkung, warum nur Verfassungsschutz, warum nicht MAD und BND, die ja Teil des Gesetzespakets sind früher waren, das verfassungswidrig sein soll nach Auffassung von großen Teilen der Regierung. Und jetzt gibt es irgendwie einen Prüfauftrag und in einigen Jahren entscheiden wir mal darüber, ob wir das irgendwie dann vielleicht doch mal zurücknehmen. Ja, da wäre mehr drin gewesen.
auch zum Thema, ja, neben der inneren Sicherheit die äußere Sicherheit, also das Militär, eine weitere Leerstelle, ganz klar, oder? Ja, oder, keine Ahnung, BRD-Gesetz. Also wir haben jetzt das BRD-Gesetz, das irgendwie, also das wird doch verfassungsmäßig wahrscheinlich hoffentlich kassiert werden, aber und dann wird es interessant werden, was dann kommen wird, aber es taucht gar nicht auf den Koalitionsvertrag. Also das ist auch, glaube ich, so ein Punkt, wo gesagt wird, okay, die wollte vielleicht die SPD nicht anfassen. Das nochmal, aber selbst die SPD hatte ja weite Teile der Kritik, hatte in weiten Teilen Kritik, zum Beispiel was Kontrollinstanzen angeht und so, die sie nicht gegen die CDU durchsetzen konnten. Dass man jetzt die Fehler der Vergangenheit auch tatsächlich korrigieren könnte in neuer Konstellation, scheint auch da irgendwie nicht richtig in den Sinn gekommen zu sein. Hm. Ja, oder Militär tatsächlich. Bewaffnete Drohnen. Bisschen noch beim Thema innere Sicherheit, dieser ganze Aspekt mit Cybersicherheit, Meldung von Schwachstellen, da soll sich was tun, aber das ist auch wieder in der Kategorie, alles wird gut, wir sagen euch aber im Detail nicht was. Da soll das BSI unabhängiger werden. Das ist so ziemlich die Formulierung, die wortwörtlich da drin steht, das BSI soll unabhängiger werden. Klingt gut, ist auch eine alte Forderung aus der Zivilgesellschaft. Was das jetzt im Einzelnen bedeutet, kann keiner von uns im Moment vorhersagen. Ja, vor allen Dingen, weil auch der Koalitionsvertrag da an, also es soll ja nicht nur das BSI unabhängiger werden, sondern es steht ja im Bereich Digitales, also relativ weit am Anfang ist das digitale Gesellschaft, direkt angesprochen fühlen, steht ausdrücklich drin, es sollen Schwachstellen sollen, ich habe es irgendwo ganz kurz, ich schaue mal gerade. Ja, die Formulierung ist wirklich schön. Lohnt sich zu genau. Zitieren. Wir verpflichten alle staatlichen Stellen, was ja theoretisch auch dann Geheimdienste etc., Polizeibehörden, bedeutet, ihnen bekannte Sicherheitslücken beim BSI zu melden und sich regelmäßig einer externen Überprüfung ihrer IT-Systeme zu unterziehen. Das klingt jetzt erstmal gut, alle Schwachstellen zu melden. Das Problem ist an anderer Stelle, eben dann, bei innerer Sicherheit, klingt das Ganze dann doch wieder sehr, also nicht ganz anders, kein offener Widerspruch, aber da wird dann von, der soll in einem Beschwerdemanagement nach Möglichkeit schnellstmöglich gemeldet werden und wir wollen außerdem keine Sicherheitslücken ankaufen. Ja. Also das ist dann wieder, und da ist dann die Frage, was ist dann schnellstmöglich? Bedeutet schnellstmöglich, nachdem wir es erstmal ausgenutzt haben und irgendwie noch auf dem Schatzbrenner aufgespielt haben. Also das ist tatsächlich alles schnellstmöglich. Ja. Schnellstmöglich ist nicht umgehend oder sofort, sondern schnellstmöglich ist nach der Möglichkeit und die Möglichkeit wird dann im Beschwerdesystem, Management-System beim BSI irgendwie oder unter Federführung des BSI ausbaldobert. Ist so ein bisschen dieses Thema, dieses Thema, was sich so durchzieht. Ne? Man liest das und denkt, wow, hurra, das BSI soll unabhängiger werden. Und dann fängt man an, nachzudenken, genauer in die Formulierung reinzugehen und merkt dann irgendwie, da ist noch ein bisschen was zu tun. Genau, das Militär hatten wir eben schon mal ganz kurz angerissen. Bewaffnete Drohnen, hattest du gesagt, wäre für mich eigentlich auch ein No-Brainer gewesen, dass man da gibt es auch auf EU-Ebene entsprechende Bewegungen, dass man dann Moratorium fordert. Warum gibt es das von dieser Bundesregierung nicht? Ja, aber das hat mich tatsächlich richtig überrascht. Also ich meine, wir haben Grüne hätte man früher erwartet, dass es für die eine rote Linie wäre. Die SPD war ja auch gespalten. Also in der letzten Koalition sind sie ja daran gescheitert, dass die SPD nicht mitmachen wollte und jetzt plötzlich ist es doch kein Thema mehr. Also oder jetzt plötzlich ist es irgendwie durchgewunken und es so steht so in aller Selbstverständlichkeit drin. Das ist tatsächlich, also hat mich sehr überrascht, also wer sich da warum wie durchgesetzt hat. Vielleicht halt wirklich eine Folge davon, dass das, was wir als Digitalpolitik sehen, dann vielleicht gar nicht so umfänglich als Digitalpolitik verstanden wird. Da ist schon ganz schön viel Schönes dabei und Digitalpolitik wird zum ersten Mal halt auch viel, viel weiter
gefasst, als es jemals in der Regierung gefasst wurde. Aber ganz viele Dinge gehören dann einfach nicht dazu und laufen dann an anderer Stelle. Ja. Aber ja, nee, auf jeden Fall sieht man ja auch Zeug, ne? Urheberrecht so und so. Das ist tatsächlich einfach, ne? Also so der, ne, es soll Querschnittsthema sein, aber irgendwie an vielen Punkten geht es ja nicht was. Aber ein ganz, ganz großes Versprechen war, ist eben tatsächlich mehr Beteiligung. Ne? Also digitale Zivilgesellschaft wird ausdrücklich genannt. Richtig. Bei dem Titel Digitale Gesellschaft. ne, gibt es dann ausdrücklich ein Bekenntnis dazu und tatsächlich, dass sie gefördert werden soll. Ja. Hast du eine Vorstellung, weil tatsächlich viel mehr steht dann da auch nicht drin? Ich war so ein bisschen skeptisch, als ich dann ein bisschen weitergelesen habe, was sie eigentlich unter digitaler Zivilgesellschaft eigentlich genau meinen. Aber ja, also es gab ja unter anderem vom Chaos Computer Club dann eine sehr positive Resonanz. Ja, wir haben da super lobbyiert. Ich glaube, dass diese Koalitionsverhandlungen gar nicht so leicht zu lobbyieren waren, dass aber die meisten, die da beteiligt waren, hatte ich anfangs schon gesagt, die digitale Zivilgesellschaft, was auch immer das dann jetzt im Konkreten ist, schon seit vielen, vielen Jahren begleiten. Also richtig erstaunlich finde ich es halt bei der SPD of all places, irgendwie die älteste Partei Deutschlands, die jetzt irgendwie eine Doppelspitze hat von zwei Leuten, wo man sagen kann, den Internetführerschein haben sie beide, Saskia Esken und Lars Klingbeil. Und das ist nicht selbstverständlich für eine Bundespartei. Das waren immer wieder Leute, die natürlich irgendwie dann auch ihr Ohr dran hatten, was sagt die DigiGest, was sagen Gruppen wie der CCC. Da kann man jetzt nicht unbedingt sagen, diese Gruppe hat das jetzt rein diktiert. Es finden sich aber schon Formulierungen, wo ich es interessant finde, wenn dann halt gesagt wird, hier, wir möchten die digitale Zivilgesellschaft und auch Diversity aufnehmen. Das sind so Formulierungen, die kannte ich dann halt zum Beispiel aus dieser Studie vom Sovereign Tech Fund. Die wurden dann fast wörtlich übernommen. Also da wird halt schon auch in eine bestimmte Richtung gedacht. Und für diejenigen, die jetzt seit einigen Jahrzehnten an dem Thema dran waren und immer wieder Leuten das erklärt haben und immer wieder auf Veranstaltungen dann auch mit Politikerinnen und Politikern gesprochen haben, kann man jetzt sagen, es ist was hängen geblieben. Und diejenigen, die sich sichtbar gemacht haben als digitale Zivilgesellschaft, die wurden zumindest dann auch in diesem Koalitionsvertrag mal mitgedacht. Und das ist was ganz, ganz Neues. Das ist etwas, was mich vorsichtig ein bisschen optimistisch macht. Dass das immer noch nicht die ganze Bandbreite von dem ist, was ja an digitale Zivilgesellschaft in Deutschland passiert ist, ist eine andere Geschichte. Ich finde es aber auch folgerichtig, denn anders als andere Länder gibt es halt einfach dieses Fund in Deutschland, mit dem man dann wuchern kann. Es gibt wenige Länder, die sowas wie eine freiwilligen Kultur in der Form haben, wie es in Deutschland ist, mit Tausenden von Vereinen und Leuten, die sagen, ja, ich engagiere mich gerne ehrenamtlich. Das dann aufzugreifen, ist einfach ein smarter Move und passt einfach dann auch, wenn man das so aufnimmt. Und hoffentlich ist das auch das, was sie dann mit digitaler Zivilgesellschaft meinen und nicht irgendwas ganz anderes, was irgendwie was mit Beratungsbuden oder sowas zu tun hat. Ja, den Eindruck hatte ich allerdings schon auch ein bisschen. Also ich glaube, ne, da ist ja auch ein bisschen disparat so der Koalitionsvertrag, ne? Also wo es um den Bereich so Beteiligung, auch ein Gesetzgebungsverfahren, da wird ja schon auch irgendwie versprochen, das Ganze deutlich transparenter zu machen. Also insgesamt die Beteiligung von Zivilgesellschaft zu stärken oder von anderen auch, ne? Interessengruppen der Gesellschaft, aber vor allem auch Zivilgesellschaft wird da, glaube ich, ausdrücklich mehrfach genannt. Bei der digitalen Zivilgesellschaft hatte ich so ein bisschen doch eher den Eindruck, dass es doch so ein bisschen als so ein Beratungs-Service-Dienstleister, also da gibt es zum Beispiel die Formulierung, die ich habe es gerade nochmal rausgesucht,
Die Zivilgesellschaft binden wir besser in digitalpolitische Vorhaben ein und unterstützen sie insbesondere in den Bereichen Diversität und Civic Tech. Ja. Das ist richtig und gut und wichtig, ne? Also das will ich gar nicht in Abrede stellen, aber es drückt ja schon ein bisschen so ein Verständnis von Zivilgesellschaft aus, als ne, so hier mit Civic Tech und Diversity kennt ihr euch aus, so, da finden wir es auch ganz wichtig zu hören, was ihr da zu sagen habt. Aber dass Zivilgesellschaft ja auch tatsächlich eher auch den Finger mal in die Wunde legen kann und sollte in einer offenen Gesellschaft, ist tatsächlich, drückt sich da eher nicht so richtig aus. Also wir hatten so ein bisschen so Wahlbausteine, Wahlprüfsteine mal gestellt und gerade so bei der FDP kam man eher so, auch bei der SPD so eher zurück, so ein Verständnis von Zivilgesellschaft als, die sind wichtig zu hören, die können uns beraten, die können eine Perspektive irgendwie auch mit reinbringen, was alles stimmt und richtig ist, aber dass sie tatsächlich auch ein politischer Akteur ist, der vielleicht auch mal, keine Ahnung, der CCC, der irgendwie tatsächlich auch mal sagt, oder auch die IGS oder viele andere Gruppenfreunde sagen so, ey, nee, wir wollen nicht nur bei Civic Tech mitreden, sondern wir wollen auch bei Staatsbürgern mitreden und wir haben da irgendwie Bedenken und wollen da irgendwie lautstark uns Gehör verschaffen. Das wird vielleicht leichter werden mit mehr Mitsprache, mit die festen Fristen für Beteiligungsverfahren und sowas hat es, glaube ich, nicht reingeschafft. Habe ich zumindest nicht gefunden. Aber ne, die Bedingungen werden vielleicht leichter in einer generellen, kulturellen Aufwertung von Beteiligung. Aber ob tatsächlich sich damit auch, also ob wir wirklich ernst genommen werden, personell ist es irgendwie vielleicht irgendwie zu hoffen, aber ich glaube, da werden wir auf jeden Fall noch irgendwie einige harte Kämpfe führen müssen und uns auch tatsächlich lautstark. Ja, ist aber auch super wichtig, dass harte Kämpfe geführt werden. Also man kann sich schon mal über die eine oder andere Tendenz gerne auch mal freuen. Also das gab es halt jetzt in den letzten 16 Jahren nicht so häufig, dass man sich über etwas freuen kann. Aber wenn wirklich da ein Verständnis da wäre, digitale Zivilgesellschaft, das sind diejenigen, die Beratungsleistungen machen, aber in billiger, weil die machen das ja ehrenamtlich, dass eine digitale Zivilgesellschaft dann diejenigen sind, die man mit Pöstchen zufriedenstellen kann, das wäre dann ein bisschen zu kurz gedacht. Also Ärger mit der Regierung wird es, glaube ich, für die digitale Zivilgesellschaft auch in Zukunft geben. Und das ist auch genau richtig und Teil des Plans, oder? Ja, dafür sind wir auf jeden Fall da. Genau, also ist eigentlich dann auch so ein bisschen das Fazit, auch wenn man sagen kann, wir freuen uns über viele Aspekte, Ärger bleibt und Stress gibt es auch in Zukunft, das kann man dann versprechen. Ja, ich glaube, es gibt genug Themen, die haben wir jetzt auch gar nicht angesprochen, große Themen, Vorratsdatenspeicherung, gerade was der ganze Bereich, wir haben eben angesprochen, dass viel an Verantwortung auf Europa abgeschoben wird, aber es steht sehr wenig drin, jetzt gerade zum DSA zum Beispiel, ganz blumig, wofür sich denn eingesetzt wird. E-Privacy hatten wir kurz, soll ambitioniert werden, aber dass da tatsächlich nochmal irgendwie auch Rateauseinandersetzungen, es gibt eventuell neue Vorratsdatenspeicherungspläne aus Brüssel, dazu wird sich gar nicht verhalten. Es wird viele Themen werden so ein bisschen weggeschoben, aber die bleiben halt da, ne? Die werden wiederkommen und andere Themen, von denen sie hoffen, dass die Kämpfe irgendwie beendet sind, Urheberrecht und so müssen wir im Zweifelsfall halt auch einfordern, ne? Und müssen wir halt irgendwie uns für einsetzen, dass das auch in den nächsten 4 Jahren auf der Agenda steht und dass unser veraltetes Urheberrecht endlich mal einer grundlegenden Reform bedarf, sowohl in Deutschland als auch eben auf internationaler Ebene in Europa. Das ist im Zweifelsfall, müssen wir da auch Sachen auf die Agenda setzen. Was vielleicht auf der einen Seite ein bisschen leichter ist, wenn wir tatsächlich ein bisschen ernsthafter gehört werden. Andererseits aber auch vielleicht wird es auch schwieriger werden, die Koalition auch tatsächlich zu fassen, ne? Weil sie halt ja sich immer auf die Fahnen schreiben können, ja, wir sind doch. Wir sind doch eure Freunde. Ja, genau.
Ich glaube, da müssen wir wirklich aufpassen, dass wir uns da nicht einlullen lassen. Richtig. Licht und Schatten. Mir wurde angezeigt, dass wir noch Zeit haben für Fragen, aber ich weiß nicht so genau, wie das mit den Fragen passieren soll. Genau. Wenn es Fragen gibt im Chat, das wird dann auch beobachtet. Ja. Ansonsten versuchen wir noch ein bisschen die Stille zu füllen. Wir haben noch 5 Minuten. 5 Minuten. Ich kann aber versuchen, mein Kamin ist leider ausgefallen oder flackert ein bisschen. Ich hoffe, ich habe jetzt von der Optik her, sehe ich nicht, ob das Warteleiten wird wahrscheinlich funktionieren und hier, du sitzt gar nicht vom Warteleiten. Ja, ich glaube, unser Fazit ist aber auch ganz klar. Also wir freuen uns über einige Sachen und wir sind vor allen Dingen gespannt und wissen bei vielen auch gar nicht, wie es dann am Ende weitergeht. Ja, ist auch vielleicht ein Ja. bisschen verständlich. Also 100 Tage muss man so einer Regierung ja auch geben. Zum Teil sind die ganzen Posten ja noch nicht mehr besetzt. Also in einigen Punkten haben sie noch gar nicht richtig angefangen zu arbeiten. Dann konnten sie auch noch nichts falsch machen. Das heißt, das wird auf jeden Fall noch spannend, auch wenn es vielleicht nicht ganz so hoffnungslos ist, wie es in der Vergangenheit mal gelaufen ist, oder? Ja, würde ich, glaube ich, sehr ähnlich sehen. Und ich glaube, wir werden trotzdem weiter gucken, wo die Baustellen sind. Und vor allem auch irgendwie werden wir weiter versuchen, irgendwie den Finger in die Wunde zu legen und zu sagen, ey, da gibt es irgendwie einiges zu tun. Und da läuft einiges schief, weil es wird Sachen geben, die schief laufen. Allein schon. Ja, ich bin sehr gespannt, wie sich irgendwie auch zum Beispiel auf Häuser irgendwie durchsetzen wird, ob sie sich durchsetzen wird, ob das tatsächlich ihre politische Agenda ist. Autophilie hat es seinerzeit nicht getan, ist lang her, aber es gibt auch gewisse Eigenlogiken in Verwaltungen und Ministerien, die auch tatsächlich erstmal aufzubrechen sind. Und ich glaube, es ist ein bisschen ein Armaturengesetz tatsächlich. Es gibt irgendwie Möglichkeiten, es gibt ganz viel an Öffnungen für Themen, an Sachen, die wir einfordern können, die wir offensiver einfordern können. Aber das müssen wir auch tun tatsächlich. Ich Das glaube, wir machen als wir. DigiGuest laden euch auf jeden Fall ein, alle ein, zeigt euch, tretet an uns dran, wenn ihr irgendwie für die Kämpfe, die zu führen sind. Genau, es geht weiter und im Programm geht es dann auch gleich weiter, nicht wahr? Ja, Brühl, vielen, vielen, vielen Dank. Ja, ich sage auch nochmal Dankeschön. Da ist noch was gekommen jetzt per Signal. Moment. Dann haben wir doch noch eine Frage aus dem Publikum. Sehr schön. Na, gucken wir mal nach. Gibt es einen Issue-Tracker, wo man nachverfolgen kann, wie der Koalitionsvertrag umgesetzt wird? Oh, das wäre so schön. Vielleicht ist das eine Aufgabe, die dann an die Zivilgesellschaft TM gestellt werden müsste, oder? Genau, Das sind wir die schauen euch auf die Finger und Fragen. zwar auf die moderne Art und Weise. Die zweite Frage ist, gibt es Bemühungen, mit den Parteien ins Gespräch zu kommen und langfristig einen Dialog zu kreieren, von welcher Seite her auch immer? Ja klar, wir als DigiGuest sind ja auch im Gespräch mit Parteien, sind irgendwie treten an die heran und mit diversen Parteien auch im Gespräch. Und da ist tatsächlich, natürlich sind die Parteien, denen wir da jetzt zu tun haben, uns durchaus näher stehender als die CDU es oft war in der Vergangenheit. Natürlich versuchen wir irgendwie das Gespräch, sowohl ne, in der Öffentlichkeit, wir hatten irgendwie ja, die Gesprächsrunde vor der Bundestagswahl, eine relativ breite, als auch eben tatsächlich, dass wir versuchen, an sie ranzutreten und tatsächlich sowas wie eine Lobby zu sein für Grundrechte und dazu. Ja, und haben Ja, tatsächlich und schon das dürfte uns hoffentlich auch leichter Gesprächsangebote. fallen. Wir haben tatsächlich schon Gesprächsangebote von Parteien bekommen. Also, ich denke, da wird auf jeden Fall ein besserer Dialog stattfinden als in den letzten Jahren. Dann haben wir noch eine letzte Frage. Was sagt ihr zum Thema Cyberhilfswerk? Also ich finde ja auch nicht nur den Koalitionsvertrag interessant, sondern auch diese Veranstaltung hier, RC3. Und ich finde das schon sehr bemerkenswert, während ja früher irgendwie die Hacker immer gesagt haben, hier
wir sind Anarchisten gegen den Staat, dieses fast Flehen darum, bitte, bitte, gebt uns den Raum, euch zu helfen. Ihr schafft das alleine nicht. Dieses Konzept vom Cyberhilfswerk finde ich irgendwie sehr schlüssig. Klar, wenn ein Großangriff ist, gestern gab es einen Vortrag über den Wiederaufbau vom Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Klar, da könnte die Zivilgesellschaft richtig was leisten. Und in diesem Konzept Cyberhilfswerk wäre das drin. Ich habe auch jetzt gehört, dass es da zumindest aus Sachsen-Anhalt dann auch Signale gab, sowas will man sich da mal angucken. Warum nicht? Ja, dann sage ich auch nochmal danke Joel, danke Tong, danke an Harmony, unseren Single Angel. Hier geht es um 9 Uhr weiter mit einem englischen Beitrag über Reclaim Your Face, eine Unterschriftenkampagne. Ja, für den Ban of Biometric Mass Surveillance, also biometrische Massenüberwachung und wie man das EU-Parlament dazu zwingen kann, das endlich auf den Tisch zu holen. Vielen Dank und bis später. Everything is licensed under a CC by 4.0 and it is all for the community. To download for everybody.